Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir 5 Updates und 9 neue Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich bei all denen bedanken, die unseren Livestream gesehen haben bezüglich der FarmCon und natürlich auch die, die das im Nachhinein immer noch anschauen. Wie immer starten wir natürlich mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update für das Maxi Kugelspitze und Zange von Fred Modding. Downloadgröße 4,91 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen, der Changelog sagt, Wickelzange oder Strohhalm Libellule hinzugefügt. Der Freiluftgarten von Oma Tana kriegt das nächste Update. Downloadgröße 1,52 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, 4 zusätzliche Fruchtarten, die man im Garten anbauen kann. Zuckerrüben, Mais, Sojabohnen und Baumwolle. Die Holzkisten für die 6 Fruchtarten des Gartens wiegen nur 190 Kilo und können getragen werden. Zur Versorgung mehrerer Gärten oder Gewächshäuser gibt es ein neues Verteilerobjekt, das wie eine Produktion arbeitet. Man muss also nur diesen Verteiler mit Wasser und bei Bedarf Saatgut, Dünger oder Mist befüllen und kann damit die Gärten versorgen. Hinweis, die Ausgangsprodukte müssen auf Verteilen gestellt werden, damit die Verteilung funktioniert. Für kostenloses Wasser gibt es eine kleine Gartenpumpe, die man neben den Garten oder den Verteiler stellen kann. Preis für den Verteiler 1000 Euro, Gartenpumpe 500 Euro. Slots auf den Konsolen, Gärten 2 Slots, Verteiler einen Slot und die Gartenpumpe einen Slot. Ja, da wurde einiges daran geändert. Wunderbar, da geht es alles noch ein bisschen einfacher. Die nächste neue Mod, die ein Update kriegt, ist das Goldcrest Dekorationspaket von Puma 145, Downloadgröße 65,41 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen, der Changelog sagt, Haus von Goldcrest hinzugefügt. Die alte hölzerne Scheune von Matej Mods kriegt das nächste Update. Downloadgröße 14,08 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, verbesserte Texturen, kleinere Korrekturen, Spiegelmaske hinzugefügt, Tipp-Call behoben und Optimierung verbessert. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Update. Und zwar kommt dieses Bild das Getreide- und Flüssigkeitslager von Missy B. Downloadgröße 11,03 MB in der Version jetzt von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, zurück zur ursprünglichen Silo-Konfiguration. Und damit kommen wir zu den neuen Mods. Und zwar ist die erste neue Mod Crank Ya Radio von Deza. Downloadgröße 17 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Crank Ya Radio. Sie können Ihr Lieblingslied nicht über den Lärm Ihres Mähdreschers hören? Müssen Sie beim Pflügen etwas lauter rocken? Sind Sie es leid, Ihre Simulationsgefühle zu zerstören, indem Sie durch die Menüs klicken müssen, um das Radio lauter zu stellen? Dann brauchst du Crank Ya Radio. Bietet anpassbare Tastenbelegungen für die Radiolautstärke. Damit kannst du jederzeit die Musik lauter drehen, wenn es dir gefällt, oder ein bisschen leiser machen, ohne ins Menü gehen zu müssen. Die nächste Neumod heißt Class Crop Sensor, kommt von Vertex Design, Downloadgröße 2,88 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das ebenso ein Crop Sensor, wie das der Isaria ist, der jetzt schon im DLC enthalten ist, aber das ist jetzt hier die Class Version. Wiegt 150 Kilo, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 18 km/h und hat einen Preis von 23.500 Euro. Warntafeln können hier montiert werden, ja oder nein. Und das war's mit den Konfigurationsmöglichkeiten. Die nächste neue Mod heißt Wählbares Ballenkapazitätspaket, kommt von GH66 Mod, Downloadgröße 0,19 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses Pack enthält modifizierte Versionen aller Ballenpressen des Basisspiels, mit denen Sie jetzt Ihre Ballenkapazität von 2x, 3x oder 4x von der Standardballenkapazität erwählen können. Wenn wir zum Beispiel diese hier angucken, können wir sehen, dass hier steht, dass hier Ballen gepresst werden mit der Kapazität oder mit der Größe von 180 cm und hier nicht bis 144, sondern 244 cm.
Wir können bei der Ballengrößenauswahl, können wir sehen, dass wir 180 haben, 220 und die 240. Das ist die Standardgröße. Dann gibt es die 182, die 222 und die 242. Also wenn da am Ende steht die 2, also 242, dann bedeutet dies, dass dies die doppelte Kapazität ist. Also das heißt, die Balle wiegt dann einfach doppelt so viel. Dann gibt es die 183er, 223 und die 243. Das heißt, das Volumen wird einfach verdreifacht. Und dann gibt es noch die 184, 224 und die 244. Das heißt, diese Balle hat dann einfach das vierfache Volumen. Wir können sehen, also diese Balle hier, die hat jetzt 430 Kilo, aber 36.000 Liter Volumen. Das heißt, man hat nicht mehr so viele Ballen, die man wegfahren muss. Also hier hat man ein bisschen die Möglichkeit, ein bisschen effizienter zu sein, wenn auch nicht unbedingt realistischer. Hier in diesem Park sind alle Basisspielballen, Pressen, Ladewagen und Wickler inkludiert. Das heißt also, alle die im Basisspiel mit dabei waren, unterstützen auch die entsprechenden Ballen. Wir kommen zum Lizard-Anhänger. Dieser kommt von ARM Team, Downloadgröße 7,61 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar gab es davon auch schon die gebrandete Version. Und zwar hieß diese West-Anhänger. Dieser kommt in zwei Ausführungen. Einmal dem 10-Tonner. Der hat ein Ladevolumen von standardmäßigen 12,9 Kubikmeter, wiegt 6,9 Tonnen, maximales Zuladegewicht von 11,1 Tonne und kostet 10.000 Euro. Der Aufbau kann erweitert werden auf den Silageaufbau, der das Volumen auf 22,2 Kubikmeter anwachsen lässt. Reifenhersteller gibt es Michelin, BKT, Friedestein, Lizard und Trelleborg. Dann gibt es Reflektoren hier an der Seite. Dann gibt es Kotflügelkonfiguration, einmal hinten, einmal alle und einmal gar keine Kotflügel. Dann gibt es hier noch eine Abdeckung. Ist natürlich klar, dass die nur verfügbar ist, wenn kein Aufbau drauf ist. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich ebenso. Dann gibt es die 12-Tonnen-Version. Die hat dann ein Fassungsvolumen von 15,3 Kubikmeter, wiegt 6,9 Tonnen. Maximales Zuladegewicht ist 15,1 Tonne und kostet 24.000 Euro. Auch hier gibt es einen Volumenaufbau, der dann das Volumen auf 27 Kubikmeter anwachsen lässt. Die Reifenhersteller und alle anderen Konfigurationen haben wir schon gesehen. Daran ändert sich nichts, deswegen machen wir auch gleich weiter. Und damit kommen wir zu der letzten neuen Mod, die Fahrzeuge und Anbaugeräte betrifft. Und zwar ist dies der Class Tourion 1914. Kommt von HR Forst und Fahrzeugbau, Downloadgröße 11,69 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mit einer standardmäßigen Leistung von 228 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 280 Litern, 67 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 19,7 Tonnen und kostet 248.500 Euro. Das Design kann geändert werden von Standard zu Erlkönig und zurück. Dann gibt es die Reifenhersteller, die gewählt werden können zwischen Michelin, Continental, Mittas, BKT, Friedestein, Nokentire, Olof Voss und Trelleborg. Die Reifenvarianten klicke ich mal hier durch, und zwar für die Trelleborg-Varianten. Einmal Standard, einmal Breitreifen und einmal die TM3000. Das sind ja richtig große Reifen. Dann gibt es die Möglichkeit der Scheibentönung, ja oder nein. Rundumleuchten gibt es in verschiedenen Versionen. Einmal Design 1 und das geht dann weiter bis, ich glaube, Design Nummer 8. Genau, also Nummer 8 und zurück geht es auf keinem. Vordere Kotflügel, die können entfernt werden. Das ist dies hier. Dann gibt es bei der Motorenausführung den 1914er. Der ist den mit 228 PS und einmal die Stage 1. Mit der Leistung von 280 PS. Bei der Erlenkönig-Konfiguration können wir die Sitzfarbe verändern und die Olof Voss Farbe, das heißt also die Ketten, die da dran sind. Wenn wir die Standardversion nehmen, haben wir viel mehr an verschiedenen Farboptionen. Die Farbpalette natürlich immer die große Farbpalette von HR Forst und Fahrzeugbau. Wir kommen zu der Waschstation. Diese kommt von Mississippi, Downloadgröße 2,87 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Tools. Das ist der Waschplatz. Der kommt also mit einer Doppelversion, also man hat dann zwei Seiten.
Kostenpunkt zum Platzieren 10.000 Euro und wer nur den Kercher haben will, der zahlt 1.000 Euro, um diesen platzieren zu können. Also wir haben hier eine Lichtfunktion und wir können sehen, wir haben hier zwei Teile. Dann kommen wir hier einmal und wir haben auf der anderen Seite der Scheibe hier, die sehr schön gemacht ist, natürlich die zweite Möglichkeit. Hier noch ein bisschen dekoratives Material. Ich finde diese Mod sehr, sehr schön gemacht. Als nächstes kommen wir zum Schuppen 10x12 Meter. Dieser kommt von Nailo. Downloadgröße 2,99 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Da gibt es drei verschiedene Versionen in drei verschiedenen Farben. Wir haben zum einen den ohne Seitenwände. Dann gibt es den mit einer Rückwand und der ist dreiseitig bestückt mit Wänden. Da gibt es also drei Optionen zwischen 15.000 und 25.000 Euro zum Platzieren. Der Wartungspreis für alle dieser sind 5 Euro je Tag und wie wir hier sehen, gibt es davon auch eine blaue und eine grüne Version. Die Textur ist gut. Das passt wunderbar. Die nächste neue Mod heißt kostenloser Kraftstoff. Kommt von Aus Pharma. Downloadgröße 1,12 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ärgert sie der Anblick ihrer Dieselrechnung? Nun nicht mehr. Es gibt hier vier verschiedene Tanks, also Größen. Das ist einmal dieser hier. Und alle kosten jeweils 285.500 Euro. Das ist ja extrem viel. Nun ist es so, dass dieser Tank natürlich dann sein Leben lang oder länger noch kostenfrei Diesel bringt. Das heißt, einfach hinfahren und dann kann man davon tanken. Warum ist der Trigger oben drauf? Und zwar aus dem Grund, weil man diese Tanks von beiden Seiten abzapfen kann. Also man kann hier hinfahren und man kann hier hinfahren und dann kostenfrei natürlich Diesel tanken. Ja, ist doch eine andere Idee. Der Kostenpunkt zum Platzieren habe ich schon genannt. Zwischen 285.500 Euro. Die Kapazität liegt zwischen 5.000 und 25.000 Liter. Unterhalt pro Tag zwischen 20 und 100 Euro. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt dieser landwirtschaftliche Inputproduktion. Dieser kommt von Design Farming. Downloadgröße 4,98 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Fabriken. Ist diese Fabrik hier. Kostenpunkt zum Platzieren 70.000 Euro. Und ja, ist natürlich eine Produktionsstätte, welche herstellt Mineralfutter, Siliermittel und Saatgut. Dazu braucht man beim Mineralfutter einmal Weizen und Raps. Beim Silagemittel braucht es Raps und Sojabohnen. Und beim Saatgut braucht es Gerste, Flüssigdünger und Pflanzenschutzmittel. Das waren die Mods. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Willst du keine weiteren Videos in dieser Art verpassen, dann hol dir das kostenfreie Abo ab. Findest du den Inhalt sehr gut und möchtest den Kanal unterstützen, dann werde doch Mitglied auf dem Kanal und hol dir deine Vorteile. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denne, danke, tschüss und hasta luego.